Gnade und die Geschichte dazu. Ich bin ja viel mit schwangeren Frauen beschäftigt, die zu mir kommen, wenn sie denn nun endlich dieses Wunder der Schwangerschaft erleben. Und es ist nicht immer so selbstverständlich für die Frauen, dass sie sich einfach nur ganz gelassen freuen können. Schwangerschaft hat auch viel mit Sorge. Wie wird das werden? Nicht nur mit mir in der Zukunft, sondern auch, wie wird die ganze Schwangerschaft sich entwickeln? Wie kann ich sicher gehen, dass ich am Ende ein gesundes Kind bekomme? Man ist gewöhnt heutzutage, dass man die Dinge im Griff hat. Man hat sein Leben organisiert, man hat seinen Tag durchgeplant. Aber jetzt bin ich schwanger und plötzlich merke ich, dass ich nicht mehr alles im Griff habe. Ich sage zu den Frauen immer, naja, das Leben ist eben lebensgefährlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Schwangerschaft gut endet, dass die Geburt gut wird. Wenn ich jetzt Angst habe, was zu einer Schwangerschaft ganz normal auch dazugehört, wo gehe ich hin mit meiner Angst? Und da ist es für mich wichtig, einfach zu wissen, ich habe einen gnädigen Gott, der mir zwar nicht verspricht, dass immer alles gut geht im Leben, der aber mir verspricht, dass er an meiner Seite ist und mit mir geht und der mir deswegen meine Angst auch nehmen möchte. Gnade bedeutet für mich einfach auch dankbar zu sein, dass ich schwanger sein darf, dass ich dieses Wunder in mir erleben darf. Das ist für mich das, was Gnade bedeutet.